Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte heute mal über zwei Eigenschaften, ja, Themen sprechen, die in unserer aktuellen Zeit wahrscheinlich etwas zu kurz kommen, aber natürlich auch in Bezug auf Glauben einiges zu tun haben. Nämlich geht es um die Eigenschaften Demut und Hingabe. Gerade wenn man die Bibel liest, dann wird man immer wieder feststellen, okay, Demut und Hingabe sind auf jeden Fall zwei Eigenschaften, die ja immer wieder vorkommen. Aber nicht nur in der Bibel, sondern auch in chinesischen Traditionen oder in anderen Weisheitslehren wird immer wieder die Demut und die Hingabe an das Leben, an eine höhere Macht, an Gott gelehrt. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen sprechen. Nämlich ist es ja so, dass wir ja in der aktuellen Zeit in unserer Gesellschaft, dass Demut und Hingabe eher nicht so im Trend sind, sage ich mal. Wir leben ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft, auch sehr materialistisch, beziehungsweise ja, es werden einfach sehr, der Reichtum wird in den Vordergrund gestellt und das Ich soll sehr groß werden und wir wollen uns sehr besonders fühlen, sehr anders, wir wollen auffallen, wir wollen cool sein, wir wollen stark sein, jeder will irgendwie anders sein als der andere und so weiter und so fort. Das genaue Gegenteil davon wäre eben Demut und Hingabe. Ja, fangen wir jetzt mal mit der ersten Eigenschaft eben an, die Demut. Demut ist nicht das Gegenteil von Mut, weil Mut ist ja einfach nur Mut. Also, obwohl man Angst vor etwas hat, eben so trotzdem zu handeln. Ich würde sagen, das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Weil Hochmut ist ja, wenn ich, man sagt ja, es gibt ja auch dieses Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Hochmut ist eben, wenn ich mich aufpluster, wenn ich denke, ich bin größer, als ich wirklich bin, wenn ich auch schon ein gewisser Touch von Arroganz vielleicht dabei ist und ich ja einfach der Krasseste bin und wow, und mir kann niemand was. Das ist ja so die typische Eigenschaft, die man jetzt Hochmut beschreiben würde. Dementsprechend ist natürlich Demut davon genau das Gegenteil. Und wie soll ich sagen, auf den ersten Blick scheint die Eigenschaft der Demut erstmal ja einem nichts zu bringen, weil es ist natürlich toll, sich groß und stark und gut zu fühlen. Und dann denkt man sich, okay, Demut, jetzt irgendwie ja, mich etwas Größerem hinzugeben, einer Macht, etwa einer Persönlichkeit, einem Menschen oder irgendetwas, das größer als ich ist, mich dem hinzugeben und unterzuordnen, demütig zu sein, etwas vielleicht sogar anzubeten. Das scheint natürlich den meisten Menschen dann erstmal nicht so attraktiv. Aber es ist tatsächlich so, dass eben auch in der Bibel steht, der sein Leben hingibt, wird von Gott erhöht werden. Der an seinem Leben festhalten will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Und der sein Leben hingibt, wird es auf Ewigkeit bekommen. Und das ist natürlich erstmal so ein Satz, wo man sich denkt, hä, wie jetzt? Macht ja mal gar keinen Sinn. So, ich soll mich hingeben, ich soll demütig sein und dadurch soll ich auch dann etwas bekommen. Wie soll denn das funktionieren? Und ja, ihr seht schon, Demut und Hingabe liegen ziemlich nah beieinander, beziehungsweise sind ziemlich genau miteinander verwoben, sage ich mal, weil der Akt oder das Gefühl, aus dem Demut entsteht, benötigt ja sozusagen einen Akt der Hingabe. Das heißt, Demut entsteht mehr oder weniger, wenn ich mich hingebe. Die zwei Punkte stehen auch so ein bisschen in Wechselwirkung zueinander. Und ich will jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt der Hingabe eingehen, weil Hingabe heißt ja im Prinzip, ich gebe mich etwas hin. Das heißt ja erstmal, für die Hingabe muss ich ja erkennen, dass da draußen vielleicht etwas ist, das mehr weiß als ich, das mehr wert ist als ich sogar, das größer ist als ich, dem es sich lohnt, sich hinzugeben. Weil wenn ich, und da kommen wir jetzt eben auch wieder auf diese individualistisch, materialistisch geprägte Gesellschaft zu sprechen, weil wenn ich als Individuum gar nicht glaube, gar nicht weiß, dass da etwas Größeres ist, dass es etwas gibt, dem ich mich hingeben könnte, wenn ich denke, okay, mein Ich ist das Größte und es geht nur um mich und Spaß haben und bam, YOLO, man lebt nur einmal und so, dann sehe ich natürlich überhaupt keinen Sinn darin, warum sollte ich mich hingeben, warum sollte ich demütig sein. Und ich sag mal so, die Bibel lehrt uns das auch und wir sehen es ja auch einfach, wenn wir in die Welt rausgucken, was für Auswirkungen das in der Welt hat, wenn eben jeder nur auf sich selber guckt und sich sozusagen zum Größten macht, sich sozusagen zu einem Gott erhebt. Ich habe mal so ein Video von Jordan Peterson gesehen, vielleicht blende ich es auch hier kurz ein. And do you feel like we've kind of become a godless, more godless over time? No, I just think we started worshiping false gods.
I don't think that you can be godless. I don't think you can be godless the same way you can't be aimless. Like, look, if you're aimless, you know the old saying, the devil finds work for idle hands. Oh, yeah. If you're aimless, something will come for you. So that's the crucial issue, is that, mm-hmm. you know, people say, well, you don't have to orient yourself towards anything transcendent. Nothing transcendent exists. It's like, yeah, okay. Dispense with that. See what comes along to fill it. And people will say, well, the self does. It's now the self. It's like, no, it's not. It's the lowest possible whims of the self. Right? You think, well, I should be able to do what I want whenever I want. It's like, what I are you referring to exactly here? So you mean if you get angry, you should just be able to around, you should let that possess you and you should stomp around, eh? That's the war god, Mars. So that's your god now, or Venus, right? Lust, for example. Yeah, then you'd be looking at pornography. I think maybe we've got some really bad gods right now. Yes, that's definitely the case. Wo er eben genau sagt, dass wir nicht in allreligiösen Zeiten leben. Das heißt, die Menschen glauben nicht, sie glauben nur an falsche Götter, an Götzen sozusagen, wie es uns die Bibel auch sagt. Nämlich wird das Ich oder der Reichtum oder der Status zu einem Gott erhoben. Das heißt, wir machen uns selbst zu Göttern. Wir sind nicht ungläubig. Also die Gesellschaft ist nicht ungläubiger geworden. Das ist ein wichtiger Gedankengang, der sehr wichtig ist zu verstehen. Und genau, so viel erstmal zu dieser ganzen Thematik mit Demut und Hingabe und der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, beziehungsweise die gesellschaftliche Tendenz, die sich auf jeden Fall dorthin bewegt, wenn man so in die Medien guckt und einfach so in die Innenstädte, dann sieht man ja, dass das Menschenbild nicht gerade geprägt ist von Hingabe und Demut, sondern eher von Hochmut und Egoismus und Status und so weiter. Genau, jetzt möchte ich noch kurz drauf eingehen, auf dieses Zitat eben, wer sich hingibt, wird erhöht werden, weil das ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt, den wir aber auch nicht überspringen können. Weil was jetzt nämlich passiert, wenn wir das lesen in der Bibel zum Beispiel, okay, wir müssen uns hingeben, um dann erhöht zu werden, wir müssen unser Leben loslassen, um dann das ewige Leben zu bekommen, dann ist unser Verstand natürlich ein gewiefter Bastard, der sich natürlich denkt, okay, dann mache ich das jetzt mal, um dann erhöht zu werden. Aber wenn wir so denken, dann ist das Ganze ja wieder kein selbstloser Akt der wirklichen Hingabe, sondern wir wollen uns dann hingeben, um erhöht zu werden. Wir haben quasi diesen Hintergedanke, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich ja was raus. Das ist ja nice. Aber so genau funktioniert eben Hingabe nicht. Weil der Akt der Hingabe ist etwas, was sozusagen auch unseren Verstand sozusagen übersteigt, weil unser Selbst da eben keine Rolle mehr spielt. Hingabe heißt ja, ich gebe mich in meinem ganzen Sein hin. Ich gebe mich hin. Ich unterwerfe mich sozusagen. Ich hab dann keine Rolle mehr zu spielen. Und das ist eben was, wo wir in unserer Gesellschaft uns sehr schwer tun, weil wir eben gar nicht diesen Demut auch haben, weil wir gar nicht realisieren, okay, warum soll ich das eigentlich tun? Und es ist aber so, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen mittlerweile, wirkliche Hingabe ist eben eins der befreiendsten Gefühle, wirklich zu realisieren, weil es ist ja eben so, es ist ja die Wahrheit, dass es etwas über uns gibt, dass diese Welt, dass der Schöpfer dieser Welt, dass das alles so viel undenkbar größer ist als wir kleiner Mensch. Und solange wir diese Wahrheit nicht erkennen, leben wir immer in einer falschen Welt und denken immer, okay, und fühlen uns ja auch im Trugschluss alleine. Wir denken zwar dann, okay, wir sind das Größte, wir sind das Wichtigste, aber erstens ist es eine Lüge und zweitens hängt dann auch die ganze Verantwortung von uns ab und wir fühlen uns eng und unfrei und wollen die Dinge kontrollieren. Das heißt, wenn wir uns eben jetzt Gott hingeben, dann realisieren wir im gleichen Moment auch, okay, die negative Seite in Anführungszeichen ist vielleicht, okay, ich bin nicht mehr so wichtig, es geht nicht mehr um mich. Das ist vielleicht so das, wovor wir eben Angst haben. Aber die positive Seite und die so unvorstellbar viel größer ist als diese scheinbar negative Seite, ist eben, dass wir realisieren, wow, Gott ist auf unserer Seite. Wir müssen nichts mehr aus mir heraus tun, aus meinen kleinen Ego-Vorstellungen, aus meinen Begierden, sondern ich kann mich hingeben und werde geleitet, werde gehalten. Und ja, wenn wir das einmal erkannt und erfahren haben, dann merken wir, okay, Demut und Hingabe ist eigentlich das Schönste, was wir in unserem Leben fühlen dürfen und öffnet uns auch wirklich erst für wahrhaftige Liebe, für wahrhaftige Größe und für das echte Leben, wie ich es nennen würde. Und ja, wie gesagt, es ist natürlich auch ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Das geht nicht jetzt einfach auf Knopfdruck. Aber wenn wir immer wieder üben,
im Gebet zum Beispiel auch, uns hinzugeben. Nichts umsonst heißt es, dein Wille geschehe im Vater unser. Dann realisieren wir, okay, es geht nicht nur um uns. Und es kann vielleicht im ersten Moment beängstigend wirken, weil wir denken, wir verschwinden. Aber im Gegenteil ist es so, dass wir eigentlich erst wirklich realisieren, wo unser Platz ist. Man kann es ein bisschen vergleichen eben mit dem Kind. Deswegen wird ja auch ganz oft in der Bibel oder generell dieses Bild des Vaters, dass Gott diese väterliche Komponente hat. Und man kann das ein bisschen damit vergleichen, wie wenn du ein Kind bist, das nicht realisiert, dass es einen Vater hat. Dann denkt das Kind zwar, okay, ich bin irgendwie das Größte und ich bin der Einzige, aber das Kind sehnt sich ja eigentlich nach einem Vater. Und so ist es bei uns auch. Wir sehnen uns eigentlich alle nach Gott. Wir sehnen uns eigentlich alle danach, einfach mal uns hingeben zu können, trotzdem gehalten zu werden, nicht immer alles selber regeln und machen zu müssen. Und genau das kriegen wir, beziehungsweise realisieren wir. Es ist ja schon so, wir müssen nur realisieren, dass es so ist, indem wir uns eben wahrhaftig hingeben und wirklich demütig sind. Und ja, das ist eben einer der größten Befreiungsakte, den man sich wirklich vorstellen kann. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video hier etwas mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über Support freuen, wie auch immer das bei dir aussehen mag. Daumen nach oben, abonnieren, Kommentar schreiben, würde mich sehr freuen. Und dann kannst du das Video auch gerne teilen, wenn es dir etwas gebracht hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hier per dieser digitalen Errungenschaft wiedersehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.